Hallo, in diesem Video möchte ich dir erzählen, warum die Selbstreflexion so wichtig ist und warum du ohne Selbstreflexion im Prinzip nicht in der Lage bist, dein wahres Leben zu leben. Die Selbstreflexion brauchen wir, um die innere Wahrheit zu erkennen, die uns selbst ausmacht. Im unbewussten Zustand sind wir damit identifiziert, dass wir denken, wir sind unsere Gedanken, unser Körper oder unsere Gefühle. Das bedeutet, je nachdem, was in der Vergangenheit in unseren Kopf hineingefüllt worden ist, was wir aufgenommen haben, so verhalten wir uns dann auch heute. Wir sind konditioniert von der Vergangenheit und solange wir dieses Spiel nicht durchschaut haben, leben wir uns unbewusst. Wir leben nicht uns selbst, nicht das, worum wir eigentlich hier sind, als Mensch auf diesem Planeten. Und dafür brauchen wir die Selbstreflexion, um uns selbst zu erkennen. Wir reflektieren uns selbst. Das Leben an sich ist im Prinzip eine ständige Reflexion unseres Lebens, denn das, was wir hinaussenden, bekommen wir auch zurück. Wenn ich wütend bin und ich bin pumpig zu meinem Kollegen, dann wird der mit Sicherheit auch pumpig zurückreagieren. Ja? Und nun, wie gehe ich bewusst damit um, wenn wir an diesem Beispiel bleiben? Dann würde ich eben nicht, wenn ich wütend bin, diese Wut dann an anderen Menschen abladen, sondern erstmal mich wahrnehmen. Ja? Also Selbstreflexion beginnt mit Wahrnehmung. Mich selbst lernen wahrzunehmen. Dann nehme ich wahr, da ist ein Gefühl und dieses Gefühl möchte mir was sagen. Wie zum Beispiel, dass ich mit irgendeiner Situation unzufrieden bin. Dann kann ich so vorgehen, dass ich das Gefühl einen Satz sagen lasse. Ja, ich bin wütend, weil. Weil ich zum Beispiel heute schon wieder zur Arbeit gehen muss. Und dann kann man sich tiefergehend Fragen stellen. Warum? Was ist so schlimm an der Arbeit? Ja, sie macht mir keinen Spaß oder ist zu wenig bezahlt und so weiter. Somit erfahre ich mehr über mich selbst, kann mögliche Illusionen erkennen. Wenn ich merke, der Job passt gar nicht zu mir, dann kann ich auch weitere Schritte einleiten, um mein wahres Selbst zum Ausdruck zu bringen. Das wahre Selbst ist im Prinzip das, was ich von Herzen gerne tue, wo mein Herz bei aufgeht, was mit Freude verbunden ist und Enthusiasmus und Abwechslung und Abenteuer. Und das falsche Selbst ist im Prinzip die ganzen Entscheidungen, die auf gedanklicher Ebene stattfinden, von ich müsste, ich sollte oder wenn wir eben unsere Vergangenheit leben, ja, und niemals unsere Gedanken hinterfragt haben, warum wir so denken, wie wir es heute tun. Dieser Prozess ist unverzichtbar, wenn du dich selbst leben willst. Deswegen möchte ich dir hier jetzt noch einige Wege zeigen, wie du dich selbst reflektieren kannst. Eine ganz, ganz wichtige Übung ist es wirklich täglich zu schreiben. Du nimmst dein Journal zur Hand und schreibst deine Gedanken auf. Du machst dir bewusst, was es in dir alles denkt. Mach dir bewusst, was es in dir alles denkt, um diese Gedanken zu erkennen, als das, was in dir vorgeht, aber dass du nicht wirklich bist. Ja, es ist also ultra wichtig, diese Identifikation mit den Gedanken zu lösen. Und der erste Schritt dafür ist es einfach, sich die Gedanken bewusst zu machen. Ein super Weg ist es Aufschreiben. Schreibe täglich wirklich alles auf, was dir in den Sinn kommt. Ja, alle Gedanken, die in deinem Kopf vor sich gehen, hat auch den Vorteil, dass du dann auch der Strom der Gedanken langsamer wird, und weil du kannst ja nicht so schnell schreiben, wie du denken kannst. Und dementsprechend ist es eine wunderbare Aufgabe, um inneren Frieden langfristig zu erzeugen und eben die Bewusstheit. Dann ein weiterer sehr, sehr wichtiger Weg für die Selbstreflexion ist die Meditation, wo du dich hinsetzt und dich selbst neutral und liebevoll wahrnimmst. Ja? Du beobachtest die Gedanken, die da sind, ohne irgendetwas damit zu machen, ohne sie zu bewerten oder zu sagen, ach, jetzt denke ich schon wieder über den Scheiß. Nein, das wäre ja wieder ein Gedanke, wieder eine Reaktion, die unnötig ist, sondern es geht darum, den Zustand des Tuns zu verlassen und immer mehr in das Geschehen lassen überzugehen, immer mehr zu erkennen, dass du im Prinzip gar nicht so viel tun musst. Ja, es geht einfach nur darum, dich selbst zu reflektieren und wahrzunehmen.
um zu erkennen, was du wirklich bist und um das in die Welt zu bringen, was du wirklich von Herzen geben möchtest. Ja? Also, du nimmst deine Gedanken wahr, spürst deinen Körper und fühlst das Gefühl, was da ist. Du machst dir das Gefühl bewusst, wie auch eben all das, was du im Körper spürst. Ohne irgendetwas damit zu machen, sondern einfach nur damit zu sein. Also dich selbst, das Selbst auf Ebene der Gedanken, Körper und des Gefühls zu reflektieren und wahrzunehmen. Dann eine weitere Möglichkeit, die eigentlich unverzichtbar ist, um die Illusion deines Selbst immer tiefer zu erkennen, also das Unbewusste auch tiefer zu erkennen, ist, wenn es Situationen gibt und die Situationen dich wütend machen oder verletzen, ja? Keine Ahnung, du triffst dich mit deinen Freunden und dann gab es einen Kuchen und es war kein Stück mehr für dich übrig und dann sagst du, meine Freunde mögen mich nicht, ja. Das könnte dann eine Interpretation sein, die dich unglücklich macht, die aber nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Das bedeutet, du gelangst zu der Bewusstheit, zu der Wahrheit, indem du dir diese Situation bewusst machst. Das sind alles Aufwachmomente, wo du sagst, jetzt ist aber ein Gefühl da, eine Gefühlsreaktion von Leid, von Traurigkeit, von Wut oder von Ärger, von Hass. Ja, und das sind immer diese Momente aufzuwachen und so in dich hineinzuhorchen. Was denke ich jetzt? Was spüre ich im Körper? Was fühle ich jetzt? So, das ist das Gefühl so und der Gedanke, ausgegrenzt worden zu sein, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, dass die Freunde da einen Kuchen gegessen haben und nichts für einen übrig gelassen haben oder sogar, dass die Freunde einen nicht mögen. Ja, also das sind wirklich Gedanken, die einen traurig und an der obersten Stufe wütend machen. Ja? Erstmal ist die Wut oben und dann machst du dir das bewusst. Du lässt dann das Gefühl einen Satz sagen. Ich bin so wütend, weil meine Freunde keinen Kuchen für mich übrig gelassen haben. Dann kannst du tiefer gehen und dich fragen, ja, was ist so schlimm daran? Ja? Was ist so schlimm daran? Ja, ich bin so wütend, weil oder traurig, weil dann meine Freunde mich nicht mögen. Ja? Also die Wut. Ich bin so wütend, weil meine Freunde keinen Kuchen für mich übrig gelassen haben. Und darunter kommt dann die Traurigkeit zum Vorschein. Ich bin so traurig, weil mich meine Freunde nicht mögen. Dann der nächste Schritt ist, dir bewusst zu machen, welches Gefühl diese Gedanken auslösen. Ja, die Wut und die Traurigkeit. Und diese Gefühle stellen mit dieser Interpretation eine Mauer zwischen dich und deine Freunde. Ja, also du kannst dann deinen Freunden nicht mehr aufrichtig begegnen. Du lebst im Prinzip in der Illusion, dass dich deine Freunde nicht mögen. Und bis dato, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, repräsentativ für alle Situationen, die dich wütend, traurig und verletzt machen. In dieser Illusion hast du ja noch nicht mal die Wahrheit erfragt, also die Realität. Das wäre dann zum Beispiel zu den Freunden hinzugehen und zu sagen, hey, das macht mich irgendwie traurig und wütend, dass ihr keinen Kuchen für mich übrig gelassen habt und ich denke, dass ihr mich nicht mögt. Stimmt das? Ja? Und dann weiß man ganz schnell, wo man dran ist. Das nennt sich dann Realitätsabgleich und das ist auch ein wunderbarer Weg, um sich selbst zu erkennen, um sich selbst zu reflektieren, liege ich denn da richtig mit dem, was ich über die Außenwelt denke? Ja? Und das sind fürs Erste ganz wunderbare Aufgaben, um dich selbst zu reflektieren. Ich würde meditieren, ich würde mich selbst beobachten, die Gedanken, den Körper und die Gefühle fühlen. Und ich würde mir die Gefühle bewusst machen und die Gefühle auch einen Satz sagen lassen, um mich selbst mit den Dingen, die in mir da vorgehen, zu reflektieren. Ja? Tiefer bedeutet es auch bei allen Situationen im Leben, die dich irgendwie runterziehen, dass du dich fragst, was will mir diese Situation sagen? Ja?
Und was kann ich aus dieser herausfordernden Situation lernen? Ja, also das sind immer die Fragen, die du dir stellst, wenn du irgendwo an irgendeiner Stelle nicht klarkommst. Und dafür nutzt du dein Journal, wo du täglich deine Gedanken aufschreibst. Ein ultra, ultra wichtiger Prozess, um dich selbst zu reflektieren. Ich wünsche dir dabei viel Freude, viel Spaß und ein frohes Erkennen. Mehr erfährst du im Buch Selbstverwirklichung, das ich geschrieben habe. Und da hast du einen wunderbar praktischen Weg mit vielen Übungen, um deinen Weg der Selbsterkenntnis und Verwirklichung deiner Herzensträume zu gehen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auf irgendeinem Seminar begegnen, das ich auch deutschlandweit oder auch international gebe. Und viel Erfolg!